Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, es geht weiter mit den Updates vom 6.3. Ja, falls sich jetzt jemand fragt, warum denn der 6.3., der schaut sich einfach mal das Update-Video von gestern an. Das habe ich nämlich in die Championatsspalte gezogen. Das heißt, dieses Mittwochs-Update von letzter Woche kommt im Chumpy-Teil, denn es ging ja letzte Woche um das überarbeitete Chumpy in Veildale. Und ich möchte gerne, ja, ich weiß, ihr wollt lieber die Sephosse, ich würde aber gerne noch an dieses Video anknüpfen. Denn letzte Woche kam doch mehr als nur Map und Chumpy, sondern auch einige Hintergründe. Na gut, was heißt Hintergrundgeschichte? So viel Hintergrund ist das gar nicht. Denn laut meinem Wissen soll auch die Übernachtungsmöglichkeit jetzt weg sein. Okay, also die Übernachtungsmöglichkeit ist zum aktuellen Zeitpunkt vom Mittwoch, den 6.3. noch möglich. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es jetzt schon weg ist. Das müsst ihr mir entweder in die Kommentare schreiben oder wir schauen morgen nochmal rein, sofern ich es nicht vergesse. Und wir gucken dann, ob es immer noch da ist oder eben nicht. Die zweite Sache, die sich letzte Woche erwähnt hatte, war der Ladebalken. Vor einigen Wochen gab es ja ein Update für die Ladebalken. Ab 10 Sekunden gab es dann eine Videosequenz. Jetzt wurde wohl die Videosequenz entfernt und dafür eine Art Minispiel eingefügt. Ich kann das leider nicht nutzen, genauso wie diese Videosequenzen, weil meine Ladebalken gehen so schnell durch, dass es nicht die 10 Sekunden knackt. Also ich werde das wahrscheinlich nie erleben können. Ja. Dann hat sich außerdem was in der App geändert, also in der Star Stable Mobile. Und zwar gibt es jetzt in der Handy-App zwei Steuerungsvarianten. Einmal über die Joysticks und einmal über eine separate Schaltfläche. Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt ein extra Video machen würde. Es kann schon sein, dass eins kommt, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Kann ich jetzt so noch nicht sagen, ob ich das mir angucken möchte oder nicht, weil ich spiele ja Star Stable doch eher hier auf dem PC und eher weniger auf dem Handy. Es sei denn, es kommt sowas wie jetzt, überlege ich mir noch. Ihr werdet sehen, wenn ein Video onkommt, kommt keins on, war es für mich nicht wichtig genug. Weil, wie gesagt, ich mache ja auf Handy fast gar nichts von Star Stable. So. Ebenso geändert ist ein Fenster in den Startquests auf dem Reitlager hier hinten, was auch erst neu gemacht worden ist. Und zwar, wenn man als neuer Spieler hier anfängt und ist auf der Handy-App, dann wird man in der App gefragt, bevor die erste Reittraining-Aufgabe beginnt, ob man über Joysticks reiten möchte, beziehungsweise sich bewegen möchte, oder doch lieber über die Steuerung, beziehungsweise über die Schaltfläche. Das wird dann hier passieren in den ersten Quests. Und wenn ich das verstanden habe, auch nur, wirklich nur, wenn ihr diese Quest dann in der App spielt. Ich glaube, wenn ihr das Ganze dann auf dem PC spielt, werdet ihr nicht gefragt. Da ich das nicht weiß, möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist, wie gesagt, nur eine Vermutung von mir. Dann haben wir wieder Pferde in Bewegung, diesmal sogar so, dass ich es euch zeigen kann, denn ich bin vor Ort.
Und zwar stehen jetzt aktuell Pferde im Moorland zwischen. Was heißt zwischen? Es wurden Pferde für den Verkauf hier nach Moorland geschoben, dass auch neue Spieler die Möglichkeit haben, mehr andere Pferde, andere Rassen zu kaufen. Aktuell stehen sie hier. Das soll aber nicht lange bleiben. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also entweder kommen die auch ans Reitlager oder nach Fort Pinta. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber hier bleiben sie definitiv nicht stehen. Was sich auch verändert hat, ist im Shop hier unten in der Mitte die Fellfarbe. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt nicht sieht, weil hier immer nur ein Pferd zu sehen ist. Ich glaube, man sieht es jetzt hier nicht. Okay, schade. Das wäre natürlich schön, das mal zu demonstrieren. Weil man soll wohl, wenn man hier in diesem Bereich ist, die Fellfarbe mit diesem Hintergrund besser sehen können. Keine Ahnung, ich habe die Fellfarben und so weiter auch so gut gesehen. Ich kann da jetzt keinen Unterschied machen. Dann habe ich hier noch was stehen mit Bonus-Shop. Also gibt es auch einen neuen Gegenstand. Den gucken wir uns gleich mal an. Ich denke mal, der gehört noch zum jetzigen aktuellen Set. Das jetzige aktuelle Set hat mir ja nicht so gefallen. Ja. Ja, das ist auch aus dem Set. Das ist jetzt nicht so mein Ultimated Favorite. Das lasse ich auch gleich drin. Wunderbar. Weiß ich Bescheid. Und damit war es dann auch das zum zweiten Teil des Mittwochs-Updates von eigentlich letzter Woche. ihr wisst ja Bescheid, es helfen uns 10 neue Pferde. Da nehme ich jetzt kein extra Video zu auf. Das heißt, morgen kommt nichts. Es sei denn, Star Stable hat jetzt was Zusätzliches geplant, neben den Cerfrancais. Da muss ich entscheiden, ob das jetzt Dringlichkeit hat für eine Aufnahme oder nicht. Wenn da jetzt nur Ausrüstung dazu kam, werde ich wahrscheinlich kein Video aufnehmen. Wenn es jetzt was Wichtigeres ist, werde ich wahrscheinlich noch ein Video machen. Ansonsten war es das von dieser Stelle vom Mittwochs-Update von letzter Woche. Wie gesagt, kommt nur das rein, also kommen nur die Cerfrancais nehme ich nicht auf, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.